Gott, ist das warm. Ist das warm. Wow. Hallöchen. Hallöchen. Hier sind wir wieder. Und zwar melden wir uns das letzte Mal aus dem Marseillais Hotel in Miami Beach, South Beach. Habt ihr jetzt gesehen, ziemlich cool war es, oder? Wie fandst du es in Miami? Spitze. Wie fandst du es in Miami? Spektakulär. Wie fandst du es in Miami? Interessant. Ich auch. Und sagen wir mal so. Wir fliegen nach New York. Das stimmt nicht. Och, Mann. Wir fliegen nach Texas. Es gibt einige Menschen, die haben sehr viel Geld und die wollen das hier in Miami ausgeben. Das haben wir gesehen. Lamborghinis gesehen, Ferraris, Porsche ist auch Goldene. Bugatti Chiron. Nee, Bugatti Chiron haben wir nicht sehr, gesehen. Sehr, sehr interessant. Rolls Royce, Bentley, alles dabei gewesen. Alles. Jetzt fahren wir weiter und zwar nach Key West. Da müssen wir ein bisschen, das ist der, wie hieß er, Overseas Highway, da fahren wir schön übers Meer und müssen ein bisschen fahren, aber ich glaube, da wird die eine oder andere Stelle sein, wo wir anhalten werden und ziemlich coolen Ausblick haben und das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Na Thomas, wo sind wir jetzt? Isla Morada. Wie lange noch? 2 Stunden für 88 Meilen, sagt zumindest das Navi. Was sind denn 88 Meilen? Mal 1,6. Aha. Gut. Ja, und dann sind wir da. Aber wir werden vorher noch ein bisschen. Das ist alles schon der Overseas Highway, wo wir hier lang fahren. Jetzt fahren wir einmal noch durch den Ort und dann ist gleich erstmal wieder lange Zeit nichts. Fahren wir einfach nur übers Meer. Deswegen auch Overseas Highway. Was ich so in Deutschland auch noch nicht gesehen habe, ist, guck mal links bei mir aus dem Fenster nach oben, weiß ich nicht, ob man das sieht. Blauer Himmel, 3-4 Wölkchen. Und jetzt guck mal rechts bei Katharina aus dem Fenster. Alles dunkel, alles schwarz und jetzt, wenn der hier vorne rauskommt, sieht es wie getrennt. Links blau, rechts schwarz. Und es regnet. So, da sind wir. Sag Servus. Hi. Das ist das Blue Marlin Motel. Hier kommt man rein, hier ist die Tür. Das ist, wie man sich so ein typisches Motel aus amerikanischen Filmen vorstellt. Draußen die Parkplätze, man geht rein, zeigen wir gleich. Und dann hat man hier einen Kühlschrank, Kaffeemaschine, das Waschbecken ist da. Und da ist das Badezimmer, das ist gerade besetzt. Und? Liegt sich gut auf unserem Bett. Liegt sich gut? Ja, auf unserem Bett liegt es sich gut. Aha. Ach, bloß. Ja, wollen wir gleich mal gucken, ne? Ja, schöne Dusche hier. Zweckmäßig. Und ein Bongo. Zweckmäßig. Ja, wollen wir gleich mal gucken, was in Key West so los ist. So, jetzt sind wir bereit, wie ihr seht. Wir machen jetzt. Oh, was hat Lulu? Ich habe eine Mutschi-Jacke. Ich verdumme gerade, ein modisches Oberkörperteil zu machen. Oberkörperteil. Ja. Also wir sind hier schon ziemlich durchgeknallt. Auf jeden Fall erkunden wir, wir sind ja auch jetzt gerade das erste Mal in Key West und wie in Miami erkunden wir jetzt mit euch zusammen, was Key West so zu bieten hat. Also, auf geht's! So, das ist, wie gesagt, das klassische, falls ihr die amerikanischen Filme kennt, so sieht das aus. Ne? Klassisch. Und jetzt zeigen wir euch aber mal, ne? Den Strand kann man nämlich quasi, wenn wir hier einmal rum sind, schon sehen. Da ist er, da hinten. Weiß ich nicht, ob man das jetzt sehen konnte, aber da ist das Meer auf jeden Fall. Hier in dem Hotel wohnt Roland Kaiser. Was? Wieso? Santa Maria. In dem Hotel wohnt Roland Kaiser? Nein, das war ein Spaß, wegen Santa Maria, habe ich das gesagt. Hey, wieso? Weil er ein Lied... Oh, da auch. Der Nee, 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 der Ritter. Oh, den kriegst du doch nicht, der ist viel zu schnell. Mann. Gordon ist zu schnell. Gordon Gecko. Gordon Gecko. Wir sind jetzt in Key West. Da waren wir einmal im Pool. Der ist leider nicht so spektakulär. Dann sind wir am Strand. Und der ist auch nicht sensationell. Schaut es euch an.
hier ist doch total doof. Oder? Und hier sind übrigens Möwen. Warte, ich muss mal ein bisschen näher ran. Schaut, Möwen. Komm, Möwen. Da sind Möwen. Das ist eigentlich zu nah an die Ränder. Guck mal, wie nah. Natürlich total nah. Und ich wollte euch noch was zeigen hier. Ist das nicht witzig? Das sind halt zum Beispiel für Cola, für Wasser. So, also wir gehen jetzt sozusagen nach Hause, zum Hotel quasi. Und hier wird jetzt ein Foto gemacht. Oh, hier steht Willkommen to Safe Beach, Key West, Florida. Boah, ich habe immer dieses Lied von Beatrice Egli. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und das hat Zoom gemacht. Mama, ich summe diese ganze Zeit dieses Lied. Tausendmal berührt. Was ist denn? Tausendmal. Oh, hallo. Bist du am Vloggen? Oh, hallo. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum südlichsten Punkt der USA. Noch weiter südlich geht es nur, wenn man ins Meer springt. Und dann ist man ja nicht mehr am Land. Das war nämlich gestern so extrem voll da. Da sind wir weitergegangen. Und hier stehen ja schon wieder so viele. Also so viele nicht, aber so ein paar Leute. So, wir sitzen jetzt in einem kleinen Golfcar und fahren jetzt erstmal eine Runde hier, wo auch immer hier rauskommt. Jetzt sind wir knapp erst einmal vom südlichsten Punkt einfach nur mal kurz hochgefahren zur Insel. Jetzt haben wir nämlich gleich noch ein ordentliches Stück vor uns. Wir wollen ja mal gucken, was auf der anderen Seite der Insel ist, wo man zu Fuß gar nicht so einfach hinkommt. Weil es ein bisschen weit ist. So, wir sitzen jetzt wieder im Auto. Oh. Also kein richtiges Auto. Kleines Elektro. Für mich ist das ein Golfauto. Für mich auch. Und mein Fazit ist, ich habe schon wieder 5 Mückenstiche mehr. So, jetzt sind wir hier oben. Achtung, Fahrradfahrer. Bitte nicht reinfallen. Arschbombe! Ist das warm? Wow. So, hier ist Fotosession wieder. Müssen wir ganz vorsichtig ran, weil die Mutter, ne, die wird gleich böse sonst. Kleine Babys. Guck mal, die Mutter, die wird schon ganz wild hier. Die will schon, meine kleinen Kinder. Mach nochmal. Ja, mach. Ach, jetzt will er nicht mehr. Er wollte nur einmal zeigen, dass er auch noch da ist. So, hier ist also die Carnival Victory. Guck, man kann da rein. Weiß ich nicht, können wir fragen. Das beste Essen gibt es immer an der Straße bei den Einheimischen. Willst du einen Hotdog? Und es ist wirklich warm hier. Also es ist in Deutschland ja auch schon warm, aber und da habe ich gedacht, man kann es schlecht aushalten, aber es ist hier echt noch heiß. Wärmer. Also man geht fast kaputt. Ja. Oder? Die Menschen sind sehr heiß hier, ne? Man schmilzt. Sehr heiß hier. Und Leute, ja. Weißt du, da haben wir uns. Leute, weißt du? Wisst ihr, da haben wir uns auf den zweiten Pool gefreut und der stinkt wie verrückt. Nee, aber das ist nur, weil die im Moment hier leider ein paar Algen haben. Das ist jetzt Pech. Deswegen riecht es halt hier so ein bisschen danach. Aber es ist trotzdem wunderschön, muss ich echt sagen.
Wie ist denn Hotdog? Wo ist er denn überhaupt? Da! Wir essen hier gerade schön an der Straße. An diesem wunderbaren Hotdog-Stand. Leon hat scheinbar Hunger. Und Lulu auch. Schmeckt der? Der erste amerikanische Hotdog für dich, ne? So, hallo. Wir sind jetzt am Abend angekommen. Und... Nein, nochmal weg. Hallo, ihr Lieben. Wir sind jetzt am Abend angekommen. Und... Ja. Ich habe mir noch ein anderes Kleid angezogen, weil es ist... Weil das andere war sehr verschwitzt. Wie man es denkt, dass ich ja hier heiß bin. Und dann habe ich mir noch Zöpfe geflochten. Bis jetzt habe ich sie. Habe ich jetzt weg. Hallo. 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 Und hier können wir uns zeigen. Hier ja. Teddy. Und. Hier Teddybär. Vier Sachen. Ein Spiegel. Ach. Hallo, hallo. Warte, kann man hier ran? Lulu, ich denke, die Leute wissen, was ein Spiegel ist. Ja, dann sage ich, bis zum nächsten Video. Und bitte einen Daumen nach oben geben. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also gebt mir hier auch ein Like. Tschüss. Hallöchen. Und damit sagen wir bye bye Key West. Hier steht unsere längste Autofahrt bevor, weil Key West ist ja ganz unten. Jetzt müssen wir erstmal an Miami vorbei und fahren dann nach Fort Myers. Fort Myers also das nächste Ziel. Und ja, was wir da so erleben, wie das Hotel aussieht, was wir da so machen, das alles im nächsten Video. Deswegen immer schön einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!